In diesem Video werde ich ein gestapeltes und zugleich gruppiertes Säulendiagramm erzeugen. Ich nutze zusätzlich das Add-in XY Chart Labeler, das kann man kostenlos herunterladen. Nachzulesen gibt es auch einiges auf theosblog.com vom 1. Dezember 2013 und da gibt es dann auch die Datei zum Download. So soll das Diagramm nachher aussehen. Ich habe hier Gruppierung 2009 bis 2013, zwei Säulen, einmal grün, durchgehend komplett Europa und vier Filialen, die werden hier dem Rest Europa gegenübergestellt. Deutschland, Österreich, Niederlande und Frankreich. So, und die Daten müssen halt entsprechend aufbereitet werden. Die liegen mir hier vor. Ich habe hier für Deutschland bis Frankreich, was in der linken Säule, gestapelten Säule stehen soll, die Werte. Und ich habe die für das übrige Europa. Ich habe die Zeilen hier pro Jahr vorliegen. Und ja, oben drüber sollen dann noch die Summen dieser vier Säulenwerte stehen. Und hier unten drunter mittig, wenn es geht, die Jahreszahl. Und diese Werte hier oben drüber, vor allen Dingen bei dem gestapelten und die Jahreszahl, dafür brauche ich halt diesen XY-Chart-Labeler. Ansonsten wird es ja auch gehen, aber nicht so hübsch. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe hier Jahreszahlen vorliegen. Das könnte ein bisschen schief gehen, würde ich die jetzt in Diagramm mit einbauen. Ich habe hier kein Hochkomma vorgeschrieben. Das hole ich einfach hier mal nach. Dann sieht man, werden daraus Texte. Dann kommen diese schönen grünen Ecken nach dem Motto, da ist vielleicht was faul, das könnte Text sein. Ja, also bei solchen Jahreszahlen besser mal ein Hochkomma davor setzen. So, da markiere ich mal alles, klicke auf Einfügen. Ich nehme erstmal ein gruppiertes Säulendiagramm und ich sehe nun hier heller Blau 2009 bis dunkler Blau 2013 und die Werte liegen mir pro Land vor. Das kann ich natürlich drehen. Ich bin oben im Register Diagramm Tools Entwurf, sehe hier Zeile Spalte wechseln. Ja, so ungefähr wollte ich das haben. Allerdings sollen die linken vier, die sollen aufeinander getürmt sein. Okay, das scheint ja doch bestimmt irgendwie zu gehen. Ich habe es mal gelöscht. Also nochmal markiert, eingefügt, ein gestapeltes Säulendiagramm und ich sehe ja wieder die Werte für pro Land, Deutschland bis Europa übereinander getürmt. Ich wechsle wieder Zeile und Spalte. Ja, und jetzt habe ich die Gesamtumsätze pro Jahr, ist auch eine wichtige Statistik, aber ich habe hier meine Europawerte in dem oberen Segment. Ich möchte die rechts daneben haben. Ich klicke mal mit rechts drauf, gehe auf Datenreihendiagrammtyp ändern und wähle hier für die übrigen Werte, übriges Europa, wähle ich mal aus Sekundärachse. Ja, oh, ich sehe schon die Vorschau. Der legt es mir da vor. Das überdeckt sich gegenseitig. Der legt es nicht daneben. Kann ich denn hier für den einzelnen gruppiertes Säulendiagramm anlegen? Ja, für den einzelnen kann ich gruppiertes Säulendiagramm anlegen. Klick mal auf OK. Ja, der legt es mir trotzdem davor. Also zum einen möchte ich es gruppieren, zum anderen aber auch stapeln. Ich klicke mal mit rechts drauf, Datenreihen formatieren. Kann ich die so ein bisschen verschieben? Ja, ich kann sie breiter machen, ich kann sie schmaler machen. Das wird nichts. Also ich lösche das nochmal. Ich werde nun diese Daten ein wenig verändern. Ich werde hier Leerzeilen einfügen. Und zwar, ich klicke auf die Zeile 3, drücke Steuerung Plus, dann wird mir eine Leerzeile eingefügt. Und nun mit Taste F4 wiederhole ich diese Aktion. Mit F4 kann ich wiederholen. Ich habe nun hier immer eine leere Zeile zwischen. Und diese Werte vom übrigen Europa, diese grüne Spalte, die nehme ich mal, Steuerung X, und kopiere sie eine Zeile tiefer. Nun wird nämlich aus jedem Wert hier eine Säule und hier werden halt für Deutschland, Österreich, Niederlande, Frankreich 0 Werte gesetzt und übriges Europa kriegt den Wert 26. Okay, das heißt, ich könnte jetzt hier markieren, könnte klicken, einfügen, gestapeltes Säulendiagramm und da habe ich schon
So ungefähr das, was ich vorhabe. Jetzt will ich noch beschriften, nehme die Beschriftung, habe auf die X-Achse geklickt, wechsel auf Daten auswählen und auf Bearbeiten und markiere hier diese Jahreswerte, klicke auf OK und sehe, der nimmt mir die Jahreszahlen unter die gestapelten Säulen, weil die hier in dieser Zeile drin standen. Ich hätte sie auch einen tiefer schreiben können, dann wären sie unter der grünen gewesen, aber der schreibt sie mir nicht mittig dazwischen. Okay. So, das heißt, ich brauche hier noch ein bisschen Platz, vielleicht auch zwischen den Säulen. Also ich kann mir mit noch einer, ich drücke nochmal entfernen, ich kann mir mit noch einer Leerzeile helfen. Ich drücke mal hier Steuerung plus, füge eine dritte Zeile ein pro Jahr. Na, mit F4 wiederhole ich diese Aktion. So, F4 gedrückt. Das heißt, ich habe jetzt einen Bereich, der geht bis hier unten noch einen tiefer. Klicke auf Einfügen. Dort auf gestapeltes Säulendiagramm und habe nun hier pärchenweise Säulen. Die kann ich ein bisschen breiter machen. Bei den Diagrammoptionen, Datenreihenoptionen. Na, ein bisschen breiter. So, jetzt sind es schon hier schöne Pärchen. So wollte ich das haben. Aber ja, ich stelle fest, ich habe hier immer noch keine bündig sitzenden Labels drunter und das möchte ich noch nachholen. So, ich drücke mal entfernen wieder auf dem ganzen Diagramm. Ich erzeuge dafür eine Reihe, eine leere Reihe, Leerwerte nenne ich es mal, Leerwerte. Und da sind Nullwerte, Nullwerte, und zwar immer in der leeren Zeile, die ich mir hier gebaut hatte. Und diese Jahreszahlen, die lege ich mal genau, Steuerung C, die lege ich mal genau auf diese Höhen. Hier, 2013 wird auf der Null liegen. Ich markiere nun alle Daten, nein, nicht alle, die Jahresspalte nicht. Ich markiere die Daten, die Überschriften, mache wieder mein Säulendiagramm, gestapeltes Säulen und sehe nun hier meine Nullwerte natürlich nicht, weil die viel zu klein sind. Einen möchte ich mal sehen. Ich mache den ein bisschen größer. So, und diese Reihe, ich habe jetzt die ganze Reihe markiert. Man sieht dies nur nicht, weil die ja auf 0 hier sind. Die werden jetzt belabelt. Und zwar mache ich das mit dem XY-Chart-Labeler. Ich sage ihm einfach, hör mal, da gibt es was, Add Labels. Da gibt es Werte, die packst du mal bitte. Hier sind sie. Moment. Ah, da ist noch eine 2009 übrig geblieben. Die werde ich löschen. Die packst du dir mal die Werte. So, bis hier. Und soll er unten in die Base stellen. Okay. So, jetzt kommen die Werte rein. Den hier lösche ich. Und diese Werte, die nehme ich und mit Move Labels kann ich die, ich mache es mal in 5-Punkt schrittweise, die kann ich tiefer stellen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die kann ich tiefer stellen und genau bündig hier unter die beiden Hauptprotagonisten stellen. So, Protagonisten, nicht Hauptprotagonisten. So, da wieder gelöscht. Oh, da habe ich noch was gesehen. Nachträgliche Änderungen mag der gar nicht, deshalb habe ich es auch nicht mit dieser blauen Säule verbunden. Also hier nochmal, den schiebe ich halt mal mit der Hand zurück. Also der Wert hätte auf 0 stehen bleiben sollen. Die Linien entferne ich. Die X-Achse lösche ich. Die Legende, die schiebe ich zur Seite. So, und bei der Legende, na, erwischen muss man es. Bei der Legende erkenne ich auch die Leerwerte. Die kann ich einzeln anklicken und mit der Entferntaste hier auch rauslöschen. Spalten noch ein bisschen breiter gemacht. So, ein bisschen breiter. Die Abstände einfach zwischen den Säulen verringern. So, und da sehe ich, die könnten auch noch ein bisschen nach rechts jetzt rüber, dadurch, dass ich die verbreitert habe. Move Labels, da kann ich sie einfach schrittweise wieder versetzen, dass sie schön bündig hier drunter stehen. Ja, jetzt fehlen mir nur noch die Werte oberhalb der Säulen. Das ist mit dem XY-Chart-Labeler aber überhaupt auch kein Problem. Ich erzeuge hier einfach mal die Summen. Moment, ich schiebe das Diagramm einfach mal ein bisschen zur Seite. Ich erzeuge hier die Summen der jeweiligen Spalten. Summe der ganzen Länder. Kopiere das nach unten. Die Nullwerte nehme ich mal raus. Und diese Werte, das sind also die Summen, die packe ich als Dummy
hier oben drauf. Da packe ich ebenfalls hier und hier. Hier packe ich Nullwerte rein. Ich habe eine Null getippt, drücke Steuerung Enter. Jetzt stehen hier überall Nullen. Und diese Werte, die packe ich hier, diese bis hier, die packe ich mit Steuerung C, gehe ins Diagramm und packe sie mit Steuerung V hier drauf. Jetzt sind sie hier drin, die Dummy-Werte. Mal gucken. Format. Hier, Datenreihe 7, das sind sie, Datenreihe 7. Und ja, die bekommen Labels, auch wieder mit dem XY-Chart-Labeler und dort Add Labels, dort diese ganzen Summen hier markiert, inklusive der leeren Zeilen da unten und Center, ja, Inside End, ist es ja, sie sind ja 0, also von daher macht es ja nichts. Sie stehen jetzt hier oben, sie sind oberhalb der Säulen. Jetzt kann ich sie mit Move-Labels noch ein bisschen nach oben schieben. Ich gehe mal hier in 10-Punkt-Schrittweise weiter, klicke auf den Pfeil nach oben. So. Ja, und jetzt habe ich hier die Summen oberhalb der Säulen, meine Hilfsspalten hier. Ja, die überdecke ich hier mal einfach. Ändert sich hier was an den Werten? Aus der 26 wird eine 33. Sehe ich, werden die Werte hier automatisch mitgezogen. Änderung hier von 12 in Deutschland auf 5. Die Säule wird verkleinert, die Zahl wandert mit. Also, so habe ich mir das Diagramm ungefähr vorgestellt. Viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Video.